Willkommen zu No Status Baby, dem neuen Online-Interview-Format. Offensichtlich interessierst du dich für guten Content und für authentische, prominente Persönlichkeiten. Schön, das freut uns. Wir wünschen dir viel Inspiration und schöne Momente mit den Interviews zu unserem Januar-Thema Neuanfang und Veränderung. Persisch-bayerische Moderatorenschönheit Melissa Karley besucht uns und spricht über familiäre und persönliche Neuanfänge. Meine Eltern sind damals 1985 aus dem Iran geflohen und hatten schon meine Schwester, die 3 war zu der Zeit. Und meine Eltern waren beide jung, die waren 25, 26 mit einer 3-jährigen Tochter in einem fremden Land. Und es war, glaube ich, nicht so einfach für die zu sagen, gut, jetzt kriegen wir noch ein zweites Kind. Fremde Sprache auch. Eben, wir sprechen die Sprache nicht, wir brauchen erstmal eine Aufenthaltserlaubnis. Und deswegen haben sie sich 6 Jahre lang Zeit gelassen, bis sie dann angekommen sind. Und meine Mama hat dann gesagt, ich will eigentlich nur ein zweites Kind, weil ich gerne wissen möchte, wie es aussieht. Und dann kam ich zur Welt und ich war halt so ein hässliches Baby, um Gottes Willen, so hässlich. Und meine Mutter meinte, ja, dann warst du da. Und alle kamen und haben dich gesehen und waren so, guck, das ist es, das wolltest du. Oh, ist das fies. Ja. Du sagst, dass du ein hässliches Kind warst. Nein, meine Mutter sagt das, nicht ich. Meine Mutter sagt das. Oh Gott. Okay, das ist ein krasser Start, ne? Ja, ja. Also da kommst du auf die Welt und denkst also, okay, jetzt bin ich hier, ich krieg gar keine Luft, das ist ja eigentlich los, ich wollte gar nicht herkommen. Und dann sagen sie dir noch, und dann sagen sie alle, ich du bin bist hässlich. Ja, nicht so einfach. Wie kamst du da wieder raus aus diesem Trauma? Ich hatte schon als Kind sehr viel Energie und Power. Und das hat mir auch geholfen, glaube ich, da drüber zu stehen. Dass deine Eltern zu dir gesagt haben, du bist hässlich. Ja. Das war am Anfang. Auch hässliche Babys liebt man. So, das war der Anfang, ja. Wo wir bei unserem Thema sind. Der Anfang war nicht so leicht. Der Anfang war nicht so leicht, nee. So. Dann ist klein Melissa, die ganz schön frech ist und laut ist und sich nichts gefallen lässt. Mhm. Oh ja. Bekommt aber viel Liebe von ihren Eltern. Oh ja, sehr. Obwohl sie hässlich ist. Obwohl sie hässlich ist. Und dann geht sie irgendwann in den Kindergarten. Oh ja. Wie war dein Anfang? Wie war dein Start? Kannst du dich an deinen ersten Kindergartentag erinnern? Du lachst, ich kann mich total... Also ich weiß nicht, ob es daran liegt... Ich weiß den auch noch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass meine Mutter es mir erzählt hat und dass ich glaube, dass ich das eventuell... so krass visualisiere, dass ich das weiß, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mich total daran erinnern. Meine Oma war damals da aus dem Iran, also die Mama von meiner Mama. Und ich habe mich, weil ich mich geweigert habe, in den Kindergarten zu gehen, auf den Boden gelegt und habe gesagt, ich komme nicht. Meine Mutter sagt immer noch, dein Wortlaut war, ich habe keine Beine, ich komme nicht. Und habe mich auf den Boden gelegt. Oh, wow. Und meine Mama, wirklich auf den Boden im Kindergarten. Und meine Mutter war das irgendwann egal, dann ziehe ich dich halt. Und dann hat sie mich bis zum Kindergarten, bis zu der Tür der Gruppe eben gezogen. Oh Gott. Und ich habe geheult und wollte auf gar keinen Fall. Und dann war ich da. Dann hat sie mich ein paar Stunden später wieder abgeholt und dann wollte ich nämlich nicht mehr nach Hause. So. Dich muss man ein bisschen zu deinem Glück zwingen, was? Mich muss man ganz oft zu meinem Glück zwingen. Es ist ganz oft so bei mir. Auch, das ist lustig, weil das immer noch im Leben so ist, dass Anfänge für mich ganz schwer sind. Und wenn ich dann aber drin bin, dann will ich da gar nicht mehr raus. Das ist so ein Ding. Und das fängt schon im Kindergartenalter an. Hast du Angst vor neuen Sachen? Ja, ich weiß nicht, ob es Angst ist. Es ist vielleicht so eine Mischung aus Angst, Faulheit, dieses Ungewisse, was dann passieren könnte. Obwohl ich weiß, wenn ich etwas anfange, A, ziehe ich es durch und B, bin ich dann auch gut darin. Aber ich habe ganz oft anzufangen. Ich habe ganz oft Angst anzufangen. Ich mache es dann schon auch irgendwann. Ich bin nicht jemand, der... Es gibt ja auch ganz viele Leute, die jahrelang sagen, ach, ich würde gern das machen. Und am Schluss liegen sie am Sterbebett und sagen, ach, das habe ich aber nie gemacht in meinem Leben. Das möchte ich nicht. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und deshalb tue ich auch alles dafür, dass ich, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert, ich trotzdem das mache, was ich will. Und wenn es bedeutet, einen Neuanfang zu starten.
Andererseits bin ich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein sehr neugieriger Mensch. Und manchmal habe ich auch dieses Bedürfnis von einfach jetzt zu gehen. Einfach jetzt neu anfangen. Aber dann, es kommt immer wieder dieser Gedanke und dieses Männchen im Kopf, das dann sagt, wie willst du das einmal machen ohne Sicherheit? Du kennst da niemanden, du hast da keinen Job. Wie willst du das schaffen? Also dieses Sicherheitsding ist trotz dieser ganzen freigeistigen, sprunghaftigen Melissa, die ich ja bin, ist dieses Sicherheitsding trotzdem irgendwo drin. Und ich glaube, dass mich das auch vor vielem bewahrt hat in meinem Leben. Glaubst du auch, dass dieses kleine Männchen, das da im Kopf ist, nicht nur von deinen Eltern kommt, sondern auch von deinem Weg, den du bisher gegangen bist, also von den Stimmen, von Menschen, die in deinem Umfeld waren, die immer wieder vielleicht zu dir gesagt haben, hey, das wird nie was, das kannst du nicht, das ist bestimmt. Trau dich ja nicht, um Gottes Willen, stell dir mal vor. Nimmst du das auch auf? Ja, ich bin auch jemand, der viel mit Leuten spricht, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen möchte. Ich bin nicht jemand, der dann alleine im Kämmerchen sitzt und das mit sich selbst ausmacht und dann einfach das macht, sondern ich rufe dann 10.000 Leute an. Also ich habe jetzt überlegt, ich mache das und das. Was hältst du denn davon? Was nämlich nicht, was überhaupt nicht gut ist. Weil du dir dann 10.000 verschiedene Meinungen einholst und am Ende weißt du aber immer noch nicht, was du machen willst. Und ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, den ich ändern muss in meinem Leben. Und dass ich mich mehr mit mir selbst beschäftige und Entscheidungen mit mir selbst ausmache, anstatt darauf zu warten, dass irgendjemand kommt und mir sagt, pass auf, das sollst du tun. Ja. Und das musst du machen. Ich bin manchmal, ich weiß nicht, ob das auch so dieses Faulheitsding ist oder ob das einfach so eine Unsicherheit ist, dass ich da sitze und warte, dass jetzt irgendjemand kommt und mir sagt, was ich tun soll. Ich meine, davon, also ich meine, was soll das? Das macht keinen Sinn. Und das ist das, womit ich ganz oft so auch zu kämpfen habe, ja. Wo ich dann weiß, okay, weißt du, wer du wirklich bist? Weißt du, was du willst? Oberflächlich gesehen, weißt du es. Und ja. Weißt du es und bist du es und lebst du das jeden Tag. Aber wenn du dich wirklich hinsetzt und wirklich tiefgründig überlegst, ich finde das sehr schwierig. Ich finde das super schwierig. Ich habe überlegt, ja. Und dann kamen so Gedanken von mir, wo ich gesagt habe, okay, soll ich einfach mal 10 Leute fragen, wie sie mich sehen? Soll ich so ein Moodboard erstellen und gucken, ob ich mir daraus irgendwas picken kann? Aber das ist eigentlich auch doof, weil eigentlich muss es doch selbst herausfinden. Weil das bringt mir nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist doch das, was meine Mutter mir immer mitgegeben hat. Sie meinte, hör auf zu gucken, was andere machen, weil jeder hat seinen eigenen Weg. Und wenn der oder diejenige gerade so den Job hat, dann war das aber nicht dein Job, weil du hast deinen eigenen Weg. Also brauchst du überhaupt nicht irgendwie neidisch zu sein oder zu gucken, was andere machen, weil das bringt dir überhaupt nichts. Das bringt dich überhaupt nicht weiter.